Chatten, Sprachnachricht aufnehmen oder mal einen Videoanruf machen. Allein in Deutschland nutzen 58 Millionen Menschen WhatsApp. Die App ist mittlerweile der weltweit beliebteste Messenger-Dienst. Ohne WhatsApp geht das überhaupt noch. Ich denke, dass es schwierig wird, ehrlich gesagt. Also ich kläre alles über WhatsApp, so eigentlich so gut wie. Und deswegen nein, kann ich mir nicht vorstellen. Das haben alle Freunde und wenn du vernetzt bleiben möchtest und in Kontakt bleiben möchtest, bist du so ein bisschen dazu gezwungen, auch WhatsApp zu nutzen. Aber wie konnte die App so erfolgreich werden? Denn eins ist klar, WhatsApp hat unser Leben verändert. 65 Milliarden WhatsApp-Nachrichten werden täglich verschickt. Während man sich früher noch angerufen hat, kommunizieren heute rund 50% der Deutschen am häufigsten über WhatsApp. 32% bevorzugen ein persönliches Gespräch und nur 24% greifen zum Hörer. Also einfach so anrufen mache ich eigentlich fast gar nicht mehr. Am liebsten anrufen oder Sprachnachrichten. Aber schreiben ist halt oft das Praktischste. Telefonieren mag ich gar nicht, deswegen schreibe ich voll viel. Dabei konnte man anfangs gar keine Nachrichten verschicken mit der App. Die Entwickler Jan Koum und Brian Acton gründeten WhatsApp ursprünglich, um Statusmeldungen zu posten und damit Freunde zu informieren, was man gerade macht. Der heimliche WhatsApp-Star. Genau wie auf Instagram kann man auch auf WhatsApp eine Story posten. Aber nutzt das überhaupt irgendjemand? Die meisten Leute, von denen ich die WhatsApp-Nummer habe, benutzen das auch gar nicht. Außer vielleicht mein kleiner Cousin, der 12 ist. Keiner von meinen Kontakten verwendet das wirklich. Also vielleicht 2, 3, aber nee, ich verwende es nicht. Eigentlich nehmen es nur die Eltern her bei mir im Bekanntenkreis. Keiner aus meinem Alter nimmt das eigentlich her. Trotzdem, eine 500 Milliarden User nutzt die Funktion täglich. Und damit genauso viele wie auf Instagram. Die WhatsApp-Weltkarte. Seit letzter Woche hat WhatsApp 2 Milliarden Nutzer. Aber in welchem Land ist die App eigentlich am beliebtesten? Hier Deutschland, Österreich oder so. Oder die Schweiz, also schon bei uns hier. Amerika. Ich denke mal in Europa wahrscheinlich oder Südamerika vielleicht. Leider falsch. Die meisten Nutzer sind in Indien, und zwar 400 Millionen. Der Markt in den USA ist vergleichsweise klein. Dort haben nur 23 Millionen Menschen WhatsApp. Bei den Amerikanern ist der Facebook Messenger und die klassische SMS beliebter. Die Gefahr bei WhatsApp. Immer wieder gibt es Vorwürfe gegen WhatsApp, was den Datenschutz angeht. Selbst Tesla-Gründer Elon Musk warnt vor ein paar Tagen vor einer Sicherheitslücke der App. Die wurde zwar mittlerweile behoben, dennoch. WhatsApp kann den Standort der Nutzer bestimmen und verfolgen, wer angerufen wird. Wird eine Nachricht verschickt, verfolgt Mutterfirma Facebook Ort und Zeitpunkt. Schon lange wird Facebook vorgeworfen, diese Daten gezielt für Werbung zu verwenden. Also mir ist das schon aufgefallen. Ich rede über irgendwas und dann kriege ich irgendwie am nächsten Tag dafür die Werbung auf Facebook. Und das finde ich schon etwas komisch, auffällig. Und deswegen denke ich auch, die müssen das ja irgendwie mithören. Das ist schon öfters passiert. Ja, sehr unheimlich. Aber andererseits denke ich mir auch, wir wissen ja auch irgendwo, worauf wir uns da einlassen, indem wir die ganzen sozialen Medien und so nutzen. Und ich finde, das muss jedem einfach bewusst sein. Vor einigen Monaten gab Facebook zu, Tonaufnahmen von bestimmten Nutzern abzuhören und abtippen zu lassen. Diese Praxis wurde mittlerweile laut Unternehmensführung eingestellt. Übrigens, WhatsApp ist aus einer Abfuhr entstanden. Nachdem Softwareentwickler Brian Acton und Programmierer Jan Koum ihre Jobs bei Yahoo gekündigt haben, bewerben sie sich beide bei Facebook und werden abgelehnt. Stattdessen gründen sie dann 2009 zusammen WhatsApp. 2014 kauft ausgerechnet Facebook-Chef Mark Zuckerberg dann für satte 19 Milliarden US-Dollar den Messenger-Dienst. Tja, das hätte er wohl auch deutlich billiger haben können, wenn er die beiden gleich eingestellt hätte.